Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Science of Life. Wir haben mal wieder Mittwoch und ja, wie man sieht, habe ich schon ein bisschen Spontannacht weitergespielt. Und zwar habe ich ganz schnell dunkel hier. Lecko funny. Habe ich ein wenig die Ebene hier schon planiert. Und da werde ich wahrscheinlich mein Gebäude draufsetzen. Mal Licht anmachen. Aber was ich ja tun wollte jetzt als erstes, ist mal ein wenig nach Mineraliensuche gehen. Beziehungsweise diese komischen Viecher hier erstmal weg. Slain, weil die sind wirklich abartig nervig. Na komm. So. Taste 4 und den Sammler bitte. Ja. Ich habe ja auch ein paar Taschen gemacht, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Mal um diese ganze Itemflut, die ich hier quasi angehäuft habe, mal ein wenig in Ordnung zu bringen. Das denke ich, werde ich dann auch separat irgendwo noch reinsortieren dann, wenn ich die entsprechende Behausung hier fertig habe. Aber als erstes, ja, würde ich sagen, brauchen wir erstmal einen Fußboden oder sowas ähnliches zumindest. Und damit uns diese ganzen Kriecheviecher hier nicht dauernd auf den Zeiger gehen. Mal die Armbrust mal ausprobieren. Zack. Oh, das ging aber ganz gut. So, was kann uns denn das Baumenü quasi liefern? Was wir denn an Bodenplatten hätten theoretisch. Wooden Board. Requirements: eine Säge. Und dann craften wir einfach mal die Säge. Die kommt dann auch unter Tools. Ich denke mal, die müsste hier drunter zu finden sein. Ist sie nicht? Auch nicht. Das ist wahrscheinlich kein Gegenstand, den man direkt benutzen kann, sondern eher nur so ein zusatzoptionales Gerät. Aber was ich auch noch suchen wollte, war hier diese Basic-Geschichte, und zwar ein Basic Working Table und den Basic Smelter, den werde ich auf jeden Fall brauchen, denke ich, um das Eisen zu schmelzen. Oder allgemein Mineralien, die ich dann in Zukunft erwirtschaften werde, nehmen wir es mal so. Das wird auch noch zu tun sein, aber zuerst wollte ich mal gucken, ob es nicht irgendwie so ein Fußboden oder mäßig. Weiß nicht, ob das man mit Brettern machen kann oder sollte. Macht eigentlich keinen Sinn. Und ich muss mich natürlich auch noch hier um meine Linse kümmern. Boah, ich habe so viel zu tun, ne? Das ist unglaublich. Ich meine, ich habe doch in der einen Station sowas wie eine Linse gefunden gehabt. Eigentlich müsste ich dann noch mal eben gucken gehen. Ich habe ja hier jetzt meine Fackel. Ich glaube, das habe ich sogar in Blau, ja, als um Schafe in Brand zu stecken. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht davon. Ja.
Autsch. So, mach mal auf hier. Ja, komm, mach auf. So, ich meine nämlich, diese eine Linse habe ich nämlich auch noch hier gesehen. Hier irgendwo, glaube ich, war die auch drin. Da war nur das... Habe ich eigentlich mitgenommen. Aber so ein Bett kann ich nochmal mitnehmen. Kann nie verkehrt sein. Oh, das ist eine... Nee, das kann ich wohl schon herstellen. Wo habe ich denn diese Linse gesehen gehabt? Ich glaube, sie habe ich... Erstmal hinlegen, damit da draußen heller wird. Mit Fackel im Bett eingeschlafen. So, da scheint nichts zu sein. Mal hier rauf. Da brauche ich auch die Level 2 Karte für. Die habe ich ja noch nicht. Und wo zum Teufel habe ich diese Linse gesehen? Na gut, der Kollege hier. Den hat es ja durch den Roboter zerrissen. Heute bin ich irgendwie Tastaturlegistheniker. Ist er da? Ist das eine Linde? Ne, Potion of Food. Gut, das ist auch noch eine Sache, die ich irgendwie noch rauskriegen muss. Da gehört ja irgend so ein Energiekor rein wohl. Das wird wohl auch was mit der Station da oben zu tun haben, diese Sendestation. Ja, er ist tot, Jim. Aber wo habe ich diese Linse gesehen? Irgendwo war das. Basic Lens. Die gab es, oder? Gab es die hier? Ne, hier ist der Ausgang. Autsch. Beide Beine gebrochen. Da war auch nichts. Da habe ich auch schon alles geklaut. War das doch nicht hier? Gucken, ob ich die überhaupt herstellen kann. Lens. Ne, machen wir erstmal. Laserpistol. Oh, ich kann eine Laserpistol herstellen. Tesla Rifle. Da. Wusste ich doch. Präzise Linse, genau. Dafür brauche ich aber eine Standardlinse. Und die kriege ich mit Glas. Mit Basic Smelter. Na, dafür war der auch da. Ja, dann würde ich doch sagen, gucken wir mal erstmal, dass wir die... Aua. Standardlinse kriegen. Glas, das bedeutet, dass ich wahrscheinlich Sand brauche. Würde ich einfach mal so behaupten. Würde ja auch irgendwo Sinn machen. Glas, Sand. Aber ich habe noch keinen Sand gefunden, meine ich. Ach, du verdammtes... Ich würde dich ja jetzt am liebsten abschießen, ne? Mit deinen eigenen Stacheln hier. So. Weil dann kann ich nämlich auch irgendwann dieses Ding hier, glaube ich, abbauen. Ah, doch, da ist Sand. Tatsächlich. Und das ist nicht verkehrt. Autsch. Okay, damit haben wir zumindest schon mal Sand.
Dann bauen wir einfach mal so einen Basic Smelter, ne? Wenn wir sonst nichts zu tun. Basic Smelter braucht Matt. Oder 20 Stück. Das 20. Ah, 20 glaube ich. Also machen wir daraus mal 20. Check it out. So, Basic Smelter. Basalt. Ach du Scheiße. Wie ich den Basalt? Basalt, Basalt, Basalt. Ohne Basalt. Okay, dann können wir davon mal 10 Stück machen. Dann wird das vielleicht auch schon gemacht. So, Working Table. Das können wir craften. Na ja, gut. Und jetzt? Ah ja. Okay. Das ist also auch nur so ein Deko-Objekt oder wie sieht das aus? Och nö, Kater, nicht auf das Mauspad. Da muss ich doch mit. Och Kater. Ja, brauchst mich gar nicht so böse anzugucken. Das ist mein Mauspad. Ja, das Bett bleibt auf jeden Fall erstmal hier. Gut, dann ist diese Folge doch wohl etwas. Das könnte Basalt sein. Das ist Basalt, 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 Basalt. Das ist einfach nur Stein. Ne, das scheint ein Stein zu sein. Basalt ist das nicht. Stone Deposit 2. Das ist auch nur Stein. Bist du Basalt? Mal ausprobieren. Löffel jetzt 3. Ah, das ist also der einfache. Einfacher grauer Stein, 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 Stein scheint Basalt zu sein. Wie auch immer. Besorgen wir uns mal davon ein bisschen was. Wir haben zumindest irgendwas geschafft in dieser Folge. Natürlich auch noch ordnungsgemäß abbauen, damit es schön aussieht hier. So, 20 Stück brauche ich davon. Hm, 21, das passt. Sehr gut. So, damit sollte das auch an Material reichen. Basic Smelter. Genau. Wieder draufsetzen? Doch nicht. So, Material, Fuel, Fuel. Bake Result. Also zumindest schon mal ein schönes GUI. So, wenn ich das jetzt so verstanden habe, wäre das ja eigentlich logisch, da Sand rein zu packen. Also würde ich davon ausgehen, dass ich das mit dass ich aus Sand Glas machen kann. Das
So als Altar. Oh nee, nee, komm. So als alter Minecraftler. Würde ich da einfach mal behaupten, dass man aus dem Sand Glas macht. Aber hier ist mir viel zu viel los eigentlich. Komm, da. Und es wird auch schon wieder dunkel. Recht kurze Tage, muss ich sagen, ja. So. Jetzt haben wir Glas und ich baue hier schon mal mein Bett auf. Einfach so in die Kapsel reingedrückt. Schön. So, also, Test the West. Wir haben Sand. Wir haben Sand. Ah ja, Material ist Sand. Fuel. Könnte man Holz nehmen für... Und da habe ich noch ein bisschen... So, nehmen wir da mal so 6 Stück. Oh, das ist schön. Ah, hervorragend. World of Gun, ne? Also kriegen wir doch wie gehabt aus Glas Sand. So. Lassen wir dem mal hier noch ein bisschen das Glas verheizen. Und dann müsste ich jetzt eigentlich die Lens kriegen, ne? So, präzis Lens, Standard Lens. Die kann ich machen, weil ich ja auch noch ein Iron Ingot habe. Ich brauche aber 2 Iron Ingots. Oh no. Oh no. Ja, komm. Da rein. Gucken, wo das hinsortiert wird. Gar nicht. Das ist gut. Also sortieren wir das da rein. Das heißt, ich brauche noch mehr Eisen. Mehr Eisen bedeutet, ich muss irgendwo buddeln gehen. Und da kann ich mal meinen Scanner benutzen. Und die große Map-Übersicht. Nachdem ich geschlafen habe. Na komm, zu. Entweder ist es immer noch dunkel oder schon wieder, aber ich glaube immer noch. Also nochmal hinlegen. Wir haben es ja. Die Zeit nehmen wir uns. So. So, jetzt wollen wir mal gucken. Eisen. Wie sieht Eisen aus? Ich würde mal spontan behaupten, Eisen wäre eventuell... Das könnte Kupfer sein. Aber ich brauche noch eine Fackel. Biofuel Torch. Normale Torch. Haben wir nur 10 Stück davon. 11.
So, ich möchte ja nicht zu weit runter. Was heißt zu weit? Ich möchte nicht so weit weg von meinem eigentlichen. Bauplatz, also würde ich sagen, buddelt man sich hier runter und eventuell dann sogar noch eine Plattform, damit ich dann halt irgendwann wieder hochkomme. Plateau ist das, glaube ich. Basaltaxt, damit kann ich Kapperspier. Also es gibt schon eigentlich recht viel, muss ich sagen. Tech Table. Okay. Tools, Crafting, Equipment, Lights, Explosives. Wooden Board. Das ist ein bisschen bescheiden. Ich brauche so eine komische Plattform, damit ich mich hier quasi wieder hocharbeiten kann. Ja, diese Wooden, oder gibt es diese Wooden Boards? Kann man die irgendwie verarbeiten? Nee. So wie das aussieht, sind diese Wooden Boards auch nur ein Handwerksmaterial. Kein Baumaterial. Wooden Floor, da haben wir es doch. Da kommen wir der ganzen Sache doch schon näher. Das ist jetzt Wooden Floor. Insulation. Stairs. Planks. Setting. Wall. Block. Ich muss ja irgendwas haben, wo ich. Also eigentlich will ich ja so etwas hier. Das suche ich. Das hier. Könnte ich jetzt einfach mal gucken, was das ist. Natürlich fällt das wieder runter. JWD. Na. Wooden Plattform, sag ich doch. Das ist Plattform. Aber warum finde ich das nicht in dem... Iron Plattform, Basalt, Wooden Plattform, da ist es doch. So, dann machen wir mal komplett. So, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt mit der Wooden, ja, Wooden Plattform habe ich 5 Stück. Das sollte eigentlich dann auch ausreichen, um erstmal eine gewisse Tiefe zu erreichen, wo es Material gibt. Und ich würde sagen, wir buddeln uns. Schwierig, also hier scheint... Oh ja, ich kann sogar ein bisschen runterscrollen, das ist cool. Also da geht so der Weg rein, würde ich sagen, machen wir das mal hier. Auf das erste Material. Das ist Kupfer. Ja, wie erwartet. So, dann nehmen wir mal den ganzen Mist hier mit. Kupfer. Und vielleicht dann mal so eine Plattform schon mal hier hinpacken, damit ich auch gleich wieder nach oben komme.
Das war natürlich nicht so schlau. Das auch nicht. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Nein. Ja, so. Ja, okay. Das sollte reichen. Da kommen wir dann nach oben. Dann die ganze Zeit mal hier noch eine Fackel hingeplaced. Und da auch noch eine. So, damit hätten wir eigentlich schon mal den ersten Schritt zu einem kleinen Minensystem geschaffen. Und dann wollen wir gucken, was es hier unten so an Materialien zu finden gibt. Beziehungsweise ich werde das jetzt noch ein wenig off-camera hier weiter betreiben, also so einen kleineren Minenschacht mal anlegen. Und ja, das, was ich dann halt gefunden habe, wird dann... Au. Au. Ja, das, was ich dann gefunden habe, werde ich dann weiterverarbeiten. Und dann mal schauen, was ich dann so zutage gefördert habe bis nächste Woche. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.